und herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeuge. Heute geht's um diese beiden Barbies. Das sind Maria und Alexandra, Zwillingsschwestern. Beide sind 20 Jahre alt und ihr Problem ist, dass sie ständig verwechselt werden. Sie tragen deswegen schon immer unterschiedliche Kleidung, aber sie sehen sich einfach so unglaublich ähnlich. Sie haben die gleichen Haare, das gleiche Gesicht. Und wenn sie über die Straße laufen, passiert ihnen das dauernd, dass jemand sie anspricht und denkt, sie wäre die andere. Ich habe meine Schwester wirklich sehr lieb, aber ständig passiert es mir, dass ich verwechselt werde mit ihr und das gefällt mir gar nicht. Wenn ich Freunde von uns treffe, denken sie immer, ich wäre sie. Das ist so blöd. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich kaufe mir extra andere Klamotten, aber wir haben auch den gleichen Geschmack und mögen immer gerne die gleichen Klamotten. Und häufig ziehe ich mir dann was an und sie will es sich dann auch von mir leihen, weil es ihr so gut gefällt. Ach Mensch, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich frage mich, ob ich mir vielleicht mal eine neue Frisur machen soll. Ich bin's, Alexandra. Vielleicht verwechselt ihr uns auch schon. Ich bin nicht die, die gerade gesprochen hat, sondern Alexandra, nicht die Maria. Mir passiert das auch dauernd. Es ist so blöd. Ich will endlich mal eine eigene Person sein. Und ich überlege auch schon, soll ich mir eine andere Frisur machen oder soll ich mir die Haare schwarz färben? Ich weiß echt nicht mehr, was ich machen soll. Selbst unsere Eltern verwechseln uns manchmal. Habt ihr vielleicht eine Idee, was wir machen können? Ja, wenn ihr eine Idee habt, was Maria und Alexandra machen können, dann schreibt das einfach in die Kommentare. Vielleicht sollte sich eine von beiden die Haare abschneiden oder die Haare färben. Vielleicht habt ihr noch eine ganz andere Idee. Einfach alles unten in die Kommentare schreiben und vielleicht können wir den beiden helfen. Vielleicht bekommt eine von beiden dann eine neue Frisur oder sonst irgendwas. Schreibt das einfach alles unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt über eure Anregungen für Alexandra und Maria. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Macht mit, schreibt in die Kommentare, wie es weitergehen soll. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!